Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, mit Freude zeige ich euch ein neues Bild aus unserer Kirche. Und dieses Bild passt zu dem Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und ich werde jetzt nicht meine eigenen Gedanken mitteilen, sondern lesen aus der Predigt des Epiphanius, gestorben 535, ist diese Predigt ihm zugeschrieben aus einer Homilie zum großen und heiligen Sabbat. Der Abstieg des Herrn in die Welt des Todes. Was ist das? Tiefes Schweigen herrscht heute auf der Erde. Tiefes Schweigen und Einsamkeit. Tiefes Schweigen, weil der König ruht. Furcht packt die Erde und sie verstummt, weil Gott als Mensch in Schlafen gesunken ist und Menschen auferweckt hat, die seit unvordenklicher Zeit schlafen. Gott ist als Mensch gestorben und die Unterwelt erbebt. Gott ist für kurze Zeit in Schlaf gesunken und hat die in der Welt des Todes auferweckt. Er geht auf die Suche nach dem erstgeschaffenen Menschen wie nach dem verlorenen Schaf. Besuchen will er, die völlig in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Er kommt, um den gefangenen Adam und die mitgefangene Eva von ihren Schmerzen zu erlösen. Er, zugleich Gott und der Eva-Sohn. Er fasst Adam bei der Hand, hebt ihn auf und spricht: Wach auf, Schläfer, und steh auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Ich habe dich nicht geschaffen, damit du im Gefängnis der Unterwelt festgehalten wirst. Steh auf von den Toten. Ich bin das Leben der Toten. Steh auf, mein Geschöpf. Steh auf, meine Gestalt nach meinem Abbild geschaffen. Erhebe dich. Lass uns weggehen von hier. Du bist in mir und ich in dir. Wir sind eine unteilbare Person. Für dich nahm ich, der Herr, deine Knechtsgestalt an. Für dich kam ich auf die Erde und unter die Erde, ich, der ich über dem Himmel throne. Für dich, den Menschen, bin ich ein Mensch geworden, ohne Hilfe, frei unter den Toten. Du wurdest aus dem Garten ausgestoßen. Ich wurde vom Garten aus den Juden überliefert und in einem Garten begraben. Sieh den Speichel in meinem Gesicht. Deinetwegen ließ ich es geschehen, um dir den Anhauch des Ursprungs wiederzugeben. Sieh die Backenstreiche, die ich empfing, um deine verderbte Gestalt nach meinem Bild wiederherzustellen. Sieh die Spur der Geißelhiebe auf meinem Rücken, die ich mir gefallen ließ, um deine Sünden zu vernichten, die auf deinem Rücken lasten. Sieh meine Hände, die so glückverheißend mit Nägeln an das Kreuz geheftet sind, deinetwegen. Denn du strecktest einst zu deinem Unglück deine Hände aus nach dem Holz. Ich entschlief am Kreuz, und die Lanze durchbohrte meine Seite. Für dich, denn im Paradies fielst du in den Schlaf und brachtest aus deiner Seite Eva hervor. Meine Seite heilt die Wunden deiner Seite. Mein Schlaf wird dich aus dem Schlaf der Unterwelt herausführen. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die beste Nachricht, die wir hören können. Und Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, von jeder Finsternis, auch in deine Finsternis. Ergreife die Hand, die Jesus dir reicht, und lass dich hinausführen in sein Licht. Denn in seinem Licht schauen wir das Licht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Von ganzem Herzen wünsche ich dir,
und deiner Familie gesegnete, frohe Ostern.